Ich bin Wednesday. Ja, vielleicht sehe ich anders aus. Ich weiß, es gibt noch eine Wednesday, die auch ihre Serie gekriegt hat, obwohl es meine Geschichte war. Aber es ist nicht wichtig. Kein Wut, pure Emotionslosigkeit. Emotionen zeigen ist allgemein cringe, egal welche es sind. Fröhlichkeit, Aggression, Angst. Sowas würde nur mein Bruder Paxley machen. Oh, wo ist er eigentlich? Ich kann es dir nicht sagen. Ich brauch Namen. Ich kann es dir nicht sagen. Keine Emotion. Du musst keine Emotion zeigen. Das ist cringe. Das habe ich gerade dir gesagt. Also, wer hat's gemacht? Okay. Okay, egal. Ich weiß. Ach, Mann. Wednesday Addams, dein neues Leben beginnt bald auf der Nevermore. Schließlich hatten wir ja keine andere Wahl, nachdem was alles passiert ist auf der alten Schule. Ja, genau. Und ich würde sagen, du kannst dich ruhig auch ein bisschen freuen, ein bisschen Emotion zeigen, nicht? Wednesday, freu dich auf die neuen Leute, auf die neuen Schüler. Ach Eltern, ich brauche keine Schule, vor allem keine neue. Ich werde da eh nicht lange bleiben. Und das macht alles gar keinen Sinn. So, hier sind wir nun. Also, hier ist die Nevermore-Schule. Die Nevermore, so gute Erinnerungen an früher, nicht wahr, Liebes? Oh ja, das stimmt. Ah, eine schöne Zeit. Wednesday, ich muss aber noch mal mit dir sprechen, alleine. So, ich habe da noch was für dich, und zwar diese Kette hier. Das ist Familientradition, das heißt, die hatte schon meine Großoma und ihre Großoma und so weiter und so fort. Und die beschützt dich. Die hatte ich auch, wie ich in deinem Alter war. Bitteschön. Ja, Mutter, du weißt doch genau, dass ich nicht so wie du sein möchte. Ich werde nie eine Familie haben. Ich werde nie jemanden heiraten. Ich werde mich nie verlieben. Ach, Wednesday, das sagst du jetzt so. Das ist echt schwierig. Aber ich behalte es trotzdem. Das sieht relativ schön aus. Also ich habe ein bisschen Sorge, dass es ihr dort nicht gefällt. Keine Sorge, Liebes. Ich habe schon jemanden dahin geschickt, der auf sie aufpassen wird. Mm. Und er wird uns natürlich auch schön Bericht erstatten, was sie dort treibt. Und, oh mein Gott, ich glaube, das ist meine Nachbarin. Okay, ich muss da rein. Aber boah, ich hoffe, dass die einfach noch nicht so farbenfroh ist. Aber wie das auf dem Bild aussieht, ist die das. Oh Gott. Eiskaltes Händchen? Was machst du denn hier? Oh, haben meine Eltern dich geschickt? Mhm, ja, alles klar. Ehrlich gesagt, ich habe gar keine Zeit, jetzt einfach nur mit dir hier noch zu diskutieren. Geh einfach weg. Ich muss jetzt was tun. Oh mein Gott, du bist doch Wednesday, oder? Wir sind die neuen Zimmernachbarn und oh, wir teilen uns dieses Zimmer. Ich freue mich so, dass du da bist. Oh Gott. Oh, es ist so schön, dass du da bist. Deine nicht so. Hallo, ich bin Ines Sinclair. Ja, ich brauche keine Umarmungen. Also, das ist. Okay, weiß ich Bescheid. Aber schau dich ruhig um. Also, das ist unser Zimmer. Wir teilen uns das. Es ist so schön. Ich bin auch so froh, dass ich nicht mehr alleine hier bin. Es ist sehr farbenfroh. Ja, ich liebe es. Du auch? Nein, ich habe Allergien. Ich habe Farbeallergie. Ah, ja, ich sehe schon. Wie du siehst,
Ja. Ja. Also, ich zeig dir alles und ich werde dir auch alles hier so zeigen, auf der Schule. Herzlich willkommen in Nevermore. Ich bin so, so froh. Und hast du denn Fragen? Was interessiert dich denn am meisten? Können wir bitte das Zimmer schwarz umgestalten? Nein. Vielleicht eine Hälfte. Eine Hälfte? Eine Hälfte. Okay, dann ist es meine Hälfte. Deine Hälfte? Dann ist das meine Hälfte. Ja, alles klar. Okay. Oh Gott. Also, ich zeige dir jetzt die Schule und lass uns gleich losgehen. Also, wir haben Sirenen hier, wir haben Vampire. Ich bin übrigens ein Werwolf, aber ich bin noch nicht so ganz entwickelt. Also, ich habe diese Krallen schon, aber ich hoffe, das wird alles noch. Also, wie gesagt, Sirenen haben wir, Werwölfe und Vampire. Und auf wen freust du dich am meisten? Ich freue mich eigentlich auf gar keinen, also ich kann nicht freuen, ich zeige so, eigentlich gar keinen. Komm mit, oh. Wir gehen. Ja. Also, komm mit. Und das war mein erster Tag in dieser Nevermore-Schule. Zu emotional, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Das mit dem eiskalten Händchen muss ich noch klären, aber nicht jetzt. Erstmal muss ich noch mit dieser Init was machen. Ja, ist auch egal. Hauptsache, ich bin bald hier weg. So Leute, das war die erste Folge von unserem Bett-Video. Das war's, Leute. Ja. Nein, also das Ding ist, bisschen kurz, bisschen cringig. Also es ist absichtlich so cringe gemacht. Ja. Wir dachten so, es muss einfach so sein. Es muss einfach nur so komisch sein und es ist wirklich Wednesday auf Fisch bestellt. Ich glaube, so können wir die Serie auch nennen. So können wir es nennen, genau. Also das ist extra, wie gesagt. Also bitte roastet uns nicht in den Kommentaren. Das ist okay? Extra. Dankeschön. Das ist extra so. Aber Leute, ich würde mal sagen, also wenn euch diese wundervolle kurze Folge, die erste Folge, euch gefallen hat, dann können wir auch gerne die nächsten Folgen auch vorbereiten für euch. Ich bin dafür, dass wir eigentlich die ganze Serie können wir komplett die ganze Serie machen. Vielleicht auch mit unseren eigenen Twists und so. Vielleicht, es kann alles Mögliche sein. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Mhm. Dann können wir auf jeden Fall das auch sehen, ob ihr da Bock habt. Genau, ob ihr Bock habt. Genau, wie Katja schon sagt, schreibt das gerne rein und schreibt euch euer Schreibt mal bitte in die Kommentare, was denn eure Lieblingsszene war. Also, was war denn deine? Also die eine mit der Hand. Ja. Also die Hand ist einfach nur iconic. Ich finde auch die Szene mit René tatsächlich, mit den Peanuts, die Piranhas quasi sind. Oh mein Gott, ich habe das alles gesehen, aber ich war einfach nur so... Ja. Oh mein Gott, das war das Beste. Ja. Ja, nee, aber sonst ein bisschen cringe, aber nur mich selbst als Wednesday zu sehen. So. Ja, das glaube ich. Also ich fand's, ich fand das mit René auch am besten, glaube ich. Und mit Claudio, wie er im Schrank war. Das war ein schöner Anblick, das zu sehen. Das fand ich sehr amüsant. Das war ein schöner Anblick. Ja, Leute, also ich würde mal sagen, wir labern nicht weiter und es geht jetzt zu den Outtakes. Genau, viel Spaß damit. Die Outtakes sind sehr amüsant. Also, wer hat's gemacht? Okay. Ich weiß gar nicht, wie gesagt. Ach, Wednesday Addams, dein neues Leben beginnt bald. Danke. Ich muss soll ich in die Kamera mit uns sein? Oder so. Du darfst aber auch ruhig was sagen dann, Donny. Ja, du kannst den Text ganz gut. Lass nicht? Wednesday, freu dich auf die neuen Leute, auf die neuen Schüler. Ich brauche keine Schule, Wednesday. Und er wird uns natürlich auch schön Bericht erstatten, was sie dort treibt. Ist sie das? Oh Gott. Oh, stimmt. Ich bin jetzt hier. Nevermore? Oh ja, genau. Und das ist ja, glaube ich, immer noch das Zimmer von der Init, ne? Von meiner jetzt Klassenkameradin oder was auch immer die ist. Und oh, das ist alles so farbig und oh mein Gott, ich mag das wirklich gar nicht. Und ich muss unbedingt das irgendwie schwarz alles einfärben. Diese Farben, die sind mir zu hell. Oh, hey Wednesday, gut, dass du wach bist. Guten Morgen. Ich mach uns dann mal Musik an, ja? Nein. Aber nein, das macht doch voll viel Spaß.
Wir können deine Willkommenskarte schon mal starten und dann kommen gleich unsere Gäste und wir feiern und Party! Guten Morgen! Party! Inet, kannst du bitte Musik auch ausmachen? Bitte. Und hör auf, das ganze Ding hier. Das ist Farbe. Du weißt doch, ich bin allergisch. Nein, Inet! Farbe! Inet, hör auf! Hör nein, Merlin, was? Sonst fahre ich meine Krallen noch aus. Vorsichtig! Ja, okay. Aber bitte, ich muss dir was sagen. Kannst du bitte Musik ausmachen? Okay. Inet, also wirklich, ich muss einfach nur sagen, siehst du das hier? Siehst du diese Farbe? Aber es leuchtet so schön! Ja, aber ich kann nicht mal diese Farbe anfassen. Dann fass sie einfach nicht an. Fass die Wand einfach nicht an. Ja, aber wie kann ich hier denn wohnen, wenn ich hier nicht mal die Wände anfassen kann? Musst du sie anfassen? Kannst du nicht eine andere Wand anfassen? Ich kann hier gar nichts anfassen, weil hier einfach nur gefüllt nichts schwarz ist, außer vielleicht im Sofa, wo ich gerade geschlafen habe. Und ich habe nicht mal irgendwie so einen Platz, wo ich schlafen kann. Und können wir vielleicht einfach nur die Wandfarbe komplett schwarz machen? Okay. Echt? Ja, aber kann eine andere Wand dafür bunt bleiben? Oder das Fenster? Oder können wir das teilen? Oh Gott, okay. Also ich finde, wir sollten das teilen, weil die eine Hälfte sollte meine sein und dann kann die andere Hälfte deine sein. Ja, aber wo soll ich denn schlafen? In deinem Bett. Ich habe kein Bett. Das ist ein Sofa-Bett. Ja, und wo... Kannst du nicht eine schwarze Decke nehmen? Ja, aber guck mal, das ist doch da und so, das ist doch auch farbig. Da kann ich doch überhaupt nicht schlafen. Vielleicht können wir die Wand streichen. Nein. So, guck mal. Also, Inet, wirklich, also ich kann nicht mal da drauf, also wirklich, es ist mein Bett. Es ist zwar mein Bett, aber das Ding ist, es ist hier überall. Was ist das denn eigentlich? Was ist das? Weihnachtsdeko, glaube ich. Ja, und? Ich glaube, das ist von Weihnachten noch hier. Ja, aber das glitzert, ich kann das mir nicht angucken. Das können wir in den Keller zurückbringen. Ja, aber... Das kann in den Keller zurück, das kann weg, das ist ein Weihnachtsstern? Der kann auch weg. Ja, ehrlich gesagt, ich kann nicht in diesem Zimmer bleiben. Ich glaube, ich muss wirklich einfach nur irgendwo weg sein oder so. Wir können aufräumen. Das kann in die Kiste und dann können wir ein bisschen streichen. Ich habe keinen Bock aufzuräumen. Also, vor allem dein Kram. Ich räume auf und du streichst? Du sollst ja streichen. Ja, aber dann keine Musik beim Streichen. Keine Musik und keine Party. Keine Party. Okay, gut. Hallöchen, ihr zwei Hübschen. Ach, Wednesday, ist das toll, dich endlich kennenzulernen. Ich bin die Biolehrerin. Genau, ich habe schon sehr vieles über dich gehört. Meistens Schlechtes, aber ist ja auch egal. Schön, dich kennenzulernen. Hey, was macht ihr denn hier? Seid ihr am Streichen? Ach, ist das toll. Ja. Wir sind hier eigentlich gerade am, so ein bisschen uns vielleicht mal zu streiten, also mit Inet. Also, streiten? Nein, Streit haben wir hier nicht im Haus. Hier ist alles super. Ja, genau, super. Also ehrlich gesagt, das ist einfach nur alles mir zu farbig und aber ich finde das hier ganz schick. Also ich würde das, wenn es nach mir geht, könnte man sogar noch mehr Farbe mit reinbringen. Aber ich meine... Das finde ich auch. Ja, oder? Guck. Aber finde ich super, dass ihr euch so super versteht. So, bitteschön für dich als Willkommensgeschenk. Das ist hier so ganz normal. Guck mal, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber das lebt doch die ganze Zeit. Ich möchte. Warum können Sie mir irgendwie so keine Pflanze schenken? Ja, ist doch super. Also, wenn es nach mir geht, könnte der Topf, der ist ein bisschen triste, ne? Da könnte ein bisschen Farbe rein. Die ist wirklich schön! Ja, oder? So, ja. Inet, denkst du daran? Ja, du hast ja gleich noch Bio-Privatstunde, ne? Also, Privatstunde für Inet? Ja, genau. Wir müssen gleich einmal noch los. Wir haben jetzt noch eine Bio-Stunde. Dann kannst du hier alleine schon mal das Zimmer ganz schick fertig machen, ne? So, bis gleich, Inet! Ach ja, ich kann auch direkt mitkommen, ja. Geh los, komm. Wednesday kann auch alleine. Ich mein Handy, ich hab das gerade liegen lassen. Dein Handy brauchen wir im Unterricht bestimmt nicht so. Bis dann, Wednesday! Ja, tschüss. Und... aber eigentlich, dadurch, dass ich jetzt hier alleine bin, ist es eigentlich eine gute Opportunity hier, vielleicht mal selber was zu machen. Also ich meine, der Raum ist relativ groß. Was wäre denn, wenn ich da... Warum halte ich das eigentlich noch? Das sind... Ich kann nicht diese Pflanzen, vor allem, wenn die lebend sind. Okay, der Raum ist eigentlich ganz groß. Ich könnte theoretisch hier was bauen. Und zwar richtig bauen. Ich glaube, ich brauche einen Hammer. Ja. Ich glaube, das kriege ich auf jeden Fall hin. Und für wie lange ist jetzt weg? So eine Stunde, drei Stunden? Easy, mache ich jetzt.
Mhm. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hab ich schön gemacht. Wednesday, schön, dass du auch da bist. Dann haben wir diese Klasse doch gemeinsam. Ja, genau. Ich bin nur ein bisschen später gekommen. Warum hast du einen Hammer mitgebracht? Wir haben doch Bio. Ja, aber einfach so. Warum nicht? Und warum hast du so gute Laune? Du lächelst ja. Ich habe jemanden umgebracht. Wirklich? Nein, ich mache Spaß. Ich habe nur was anderes gemacht. Mit dem Hammer. Niemanden umgebracht. Alles gut. Siehst du, da ist nicht mal Blut drauf. Und was ist das jetzt? Der Bio-Unterricht? Ja, das ist Bio. Wir nehmen gerade Palmen durch. Guck mal, ich habe schon eine gemalt. Mhm. Ich habe die jetzt erstmal in Blau gemalt, aber ich male die gleich noch farbig an. Schon wieder mit Farbe. Ja, also ich habe erstmal nur den blauen Stift benutzt, aber ich habe hier auch so ein hübsches gelbes Mäppchen. Oh Gott, ja, okay. Das was hast du gemacht? Das werde ich nicht anfassen. Ja, genau. Also eigentlich, ich habe ein bisschen umgebaut. Wo also hast du umgebaut? Bei uns schon? Ja, bei uns im Zimmer. Oh, da warst du ja schon richtig fleißig. Ich habe ja noch gar nicht aufgeräumt. Ja, ich habe aber schon ein bisschen umgebaut. Und jetzt habe ich einfach nur auch meinen eigenen, sagen wir mal so, Bereich in unserem Zimmer. Und sieht auch relativ, ja okay, jetzt ist es nicht komplett perfekt, aber ich finde es auf jeden Fall schwarz? Besser. Es ist dunkel. Okay, Unterricht vorbei. Ich gehe jetzt wieder zu. Gehen wir ins Zimmer, gucken wir jetzt, was du gemacht hast? Ja, wenn du möchtest. Also ich bin sehr gespannt, ich möchte das gerne sehen. Ja, weil ich muss ja auch noch meine Sachen wegräumen. Also ich hoffe, ich glaube, das musst du nicht machen. Muss ich nicht? Kann ich die doch liegen lassen? Ist das eine komplett neue Wand in unserem Raum? Was hast du gemacht? Wie hast du das so schnell geschafft? Oh, das ist schon... Ich habe auch die Pflanze getötet. Die war so schön und jetzt... Ja, ich finde sie eigentlich so schöner. Ja, genau. Naja, also vielleicht können wir sie ansprühen mit Grün. Dann sieht sie wieder lebendig aus. Die Blätter sind ja noch da. Ja, dann kannst du sie auch behalten. Ja, dann behalte ich sie, dann stelle ich sie zu mir. Vielleicht kriege ich die wieder hin. Ja, alles gut. Du arme Pflanze, also du. Inhalt quasi, das ist jetzt natürlich... Halt, ich habe die ganze Wand jetzt weiß gemacht, weil gegen weiß habe ich keine Allergie. Aber also weiß und schwarz sind in Ordnung? Ja, weiß und schwarz sind in Ordnung, aber und Grautöne? Eher schwarz, ja, auch. Aber ehrlich gesagt, deswegen, ich habe es weiß gemacht, einfach nur damit du da noch irgendwas damit machen kannst, weil das wird jetzt mein Zimmer sein. Ja, also das ist jetzt quasi mein Reich. Also ich finde es eigentlich bis jetzt, bis das Neueste, so das alles, was ich gefunden habe hier bei Nevermore. Also ich habe hier so einen schwarzen Sessel gefunden, hier so ein paar Stühle und so. Und ein gutes Unterrichtsbild. Ja, zum genau. Und das ist auch schwarz-weiß. Das ist schwarz-weiß, das ist eine gute Sache. Das passt. Und ehrlich gesagt, ich finde das bis jetzt noch relativ ganz gut. Also ich werde hier auf jeden Fall noch weiter was machen und ich brauche auf jeden Fall ein Bett, aber bis jetzt kann ich auch einfach nur auf einem Stuhl schlafen. Deswegen. Nur zwei Stühle, du kannst die Beine sogar hochlegen. Das ist eine gute Idee eigentlich. Wollen wir der Pflanze einen Namen geben? Ja, keine Ahnung. Ist auch egal, ehrlich gesagt. Kannst du die Pflanze nehmen? Ich brauch die eigentlich gar nicht. Und ehrlich gesagt, Enid, ich möchte auch sehr gerne jetzt schlafen. Schon wieder? Ja, das ist mein Mittagsschlaf. Gute Nacht. Gute Nacht. Okay, die ist weg. Oh ja, das ist jetzt nicht perfektes Zimmer, weil es ist auch viel weiß und ich meine, diese Farbe ist auch nicht wirklich das Beste, aber das ist alles, was ich gefunden habe. Und ehrlich gesagt, ich finde es eigentlich bis jetzt okay und eigentlich, was ist eigentlich mit dem eiskalten Händchen passiert? Ich weiß nicht mehr, wo das ist eigentlich. Ich glaube, da muss ich einfach nur ganz kurz rüber gucken. Aber erstmal schlafen. Sorry. Oh toll, bruh. Zweiter Versuch. Ups. Ja, machen wir. So, bitteschön, als Willkommens, nicht Willkommens nochmal. Warum hast du einen Hammer dabei? Warum habe ich in die Kamera geguckt? Das ist auch eine gute Frage. Warum guckst du in die Kamera? Okay. Ich habe jemanden umgebracht. Was? So, nochmal. Okay. What? Say what? Okay. Ach je, ich bin ganz unruhig heute. Ich kann doch hier nicht so still sitzen. Ich habe das Gefühl, unserem Schatz
geht's vielleicht nicht so gut oder vielleicht stellt sie wieder irgendetwas an. Ich muss da irgendwas unternehmen. Das ist meine Aufgabe als Mutter. Ich mache mir wirklich Sorgen um unseren Schatz. Meine Liebste, bleib ganz ruhig. Unser Skorpion wird schon wissen, was sie tut. Ja, also ich weiß ja nicht. Mach dir doch nicht so viele Sorgen. Ich bin so unruhig und mir ist so warm. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich muss wissen, wie es ihr geht. Ich brauche noch meine Kerze. So. Oh, das ist einfach... So, danach wird es mir besser gehen. So. Weil ich merke, ich bin unruhig und ich spüre, irgendwas ist da im Busch mit unserer Tochter. Ich spüre das einfach. So, das ist der Mutter-Tochter-Instinkt. So. Also. Das Signal ist so schwach. Ja, ich glaube, ich spüre etwas, Schatz. Ich glaube, ich spüre was. Ja, es ist so schwach. Ich habe die Verbindung zu ihr ist super schwach. Aber ich glaube, ich höre ihre Stimme. Ja, ich höre die ganz, ganz leise in meinem Ohr. Bitte nicht anfassen. Ich dachte... Wednesday, bist du wach? Ja, ich versuche gerade, also das Ding okay, ist... Okay, du bist wach, ne? Ja. Machst du Musik? Kann ich mitmachen? Ja, ich hab's versucht. Bitte nicht anfassen. Und bitte nicht anfassen. Ich dachte tatsächlich, also... Kann ich dann auch zwei haben? So. Also ich spiele ja eigentlich Cello und... aber ist dein Cello noch nicht geliefert worden? Leider noch nicht. Deswegen habe ich einfach nur so hier so kleine Bügel gefunden und dachte mir einfach nur so, ob ich mich jetzt in der Musik... Ich spüre die Vibes. Ja, sind keine guten. Ehrlich gesagt, ich brauche wirklich mein Cello. Ja, und ehrlich gesagt, also ich weiß jetzt nicht, ob du den kennst und so, aber ich hatte auch eigentlich meinen... Okay, ich habe... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist ein Familienmitglied eigentlich. Mein eiskaltes Händchen. Ach so. Ja, genau, hast du bestimmt schon gesehen. Ich habe... Du, ich glaube, du kratzt gerade meinen ganzen Kopfhaut mit deinen Krallen. Ich, bitte, bitte, bitte nicht. Und das Ding ist, ich bin... gar nicht ausgefüllt. Ich bin tatsächlich ein bisschen besorgt, weil ich weiß nicht, wo der eigentlich ist oder wo die Hand eigentlich sein soll. Aber sie ist noch unterwegs. Ich habe keine Ahnung. Also die war eigentlich da bei mir und wollte eigentlich mit mir sprechen. Aber jetzt, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber ja, da klopft jemand. Willst du an die Tür gehen? Ja, ich gehe doch schon. Siehst du das noch? Hallo. Oh, hi, Wednesday. Hi, Tyler. Ich was ist das? Hallo, Wednesday, ich habe ein Problem mit meiner Kaffeemaschine. Die ist schon wieder kaputt. Ich weiß, du hast die letzte Woche erst repariert, aber ich bin jetzt extra aus dem Dorf hergekommen, damit du sie mir vielleicht nochmal reparieren kannst. Kann ich machen. Wednesday, können wir kurz reden? Kannst du einmal kurz mitkommen? Komm mal mit, okay. Wednesday, ich muss dir was erzählen. Okay. Was möchtest du von mir? Wer ist das? Wo kommt der her? Und also, woher kennst du den? Ja, also das ist eigentlich der Tyler, ich glaube so hieß er. Ja, Tyler. Tyler? Ja, ich war halt letztens beim Psychologen im Dorf und da war ich bei so einem... Das ist Walter Wie und schon hast du Leute kennengelernt. Ja, aber ehrlich gesagt, ich hab den halt geholfen, einfach nur, weil ich meinen Kaffee haben wollte. Und der hatte eine Kaffeemaschine, also der arbeitet in einem so einem Starbucks oder so, keine Ahnung wo. Und ich habe dann die Kaffeemaschine anscheinend repariert, aber anscheinend nicht ganz gut, weil ich habe ist schon wieder kaputt, ne? Anscheinend, aber ja. Der ist schon süß, oder? Also ich finde den, also der ist sehr, sehr süß. Also ehrlich gesagt, ich wollte es eigentlich dir nicht sagen, weil es ist ein bisschen peinlich, aber ich fand den Tyler eigentlich auch relativ süß, weil ich dachte, also ich habe jetzt noch keinen Partner, mit dem ich auf den Winterball eigentlich gehen kann und ich dachte, das könnte eigentlich der Tyler sein. Okay, aber ich wollte auch mit ihm zum Ball gehen. Okay, wir werden sehen. Wednesday, wir werden sehen. Schatz, ich hab was. Also, ich glaub's ja wohl nicht. Ich sehe da einen Menschen. Was? Ein stinknormalen, einen richtigen Menschen, und zwar ein Junge. Das kann doch wohl nicht. Unsere Tochter ist mit einem Menschenjungen unterwegs. Das kann doch wohl nicht. Das kann ich ja wohl nicht glauben. Und anscheinend möchte die mit dem Händchen halten. Heißt das, unsere Tochter hat auf einmal Gefühle entwickelt? Hey, du heißt doch Tyler, ne? Du heißt Tyler. Ja, komm mal mit, ich mach dir erstmal einen Tee. Komm mal erstmal mit in unsere Küche. Okay. Ich mach dir einen Tee. Die Kaffeemaschine kann doch warten. Ja, ich mag schon Kaffee. Erstmal gibt's Kaffee. Nein, die Kunden kannst du vergessen. Tyler, Tee ist leider alle, aber wir haben noch Ruby Bubble, das ist auch super lecker. Kennst du das?
Gibt's das bei euch im Dorf auch? Ja. So, für dich. Ich bin überrascht, dass ihr das habt. Und für mich auch. So. Tyler, okay. Rabbit Bubble ist wirklich einfach ein ganz. Das ist nicht mehr gut. Das ist super lecker, Wednesday. Nein, das ist nicht mehr gut. Also guck mal, das sieht nicht mal aus wie Blut. Also ehrlich gesagt, das muss. Schon? Hier, ich hab hier das und richtige Zeug. Wenn wir schon Blut trinken, bist du keine Vampire. Das ist so quasi. Oder bist du ein Vampir, Wednesday? Nein. Seit wann bist du ein Vampir? Kannst du einfach aufhören zu reden, Inet? Ich bin ein Werwolf. Ja, okay, das ist gut für dich. Aber du, Tyler, guck mal, also das ist quasi so ein schwarzer Sirup. Also das ist wirklich, also, guck mal, wenigstens ist das schwarz wie meine Seele. Und guck dir das mal an. So, oh mein Gott, das ist so lecker. Tyler? Oh mein Gott, du musst es auf jeden Fall, du musst es unbedingt trinken. Wednesday, das riecht aber überhaupt nicht gut. Und das sieht auch total eklig aus. Guck mal, wie so Würmer. Doch, das ist gut. Ich bin nicht sicher, ob Menschen das dürfen. Das ist ein Normie. Ja, ist doch egal. Also das wird aus Aschen gemacht. Also deswegen ist es eigentlich ganz lecker. Ja, Asche, genau. Asche. Also ich finde das für dich. Trink das nicht. Doch, nein. Ja, Tyler. Also ich habe jetzt einfach nur noch was Neues hier gebracht. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Komm, Tyler. Komm. Wir müssen. Aber Tyler. So, hier, guck mal, Tyler, setz dich mal hin. Ja, setz dich hin. Also das ist wirklich das Stuff. Also das sieht vielleicht genauso aus, aber das sieht jetzt aus. Also ich habe auch Wasser noch. Also wir haben auch Wasser. Tee ist ja alle, aber Wasser kann ich dir noch anbieten. Oh Gott, was für Wasser? Warum möchtest du denn Wasser anbieten? Das ist doch traurig. Das ist lecker. Das ist nicht lecker. Das ist eine schöne Schorle. Das ist richtig, das ist traurig wirklich. Hier kannst du. Also du, guck mal, ich habe hier noch einen anderen Sirup. Also das kannst du aber auch so essen. Das ist richtig, richtig lecker. Ist das Blut? Hast du das von den Vampiren geholt aus der Küche? Vielleicht. Das ist für die Vampire. Vielleicht, aber das ist auch lecker. Nein, Menschen mögen das nicht. Warum mögen das Menschen nicht? Menschen mögen süße Sachen oder herzhafte Sachen. Inet, aber Menschen mögen kein Blut. Inet, wir müssen reden. Inet. Na gut, dann reden wir. Tyler, bleibst du hier, Baby? Okay. Inet! Ich muss mit dir reden. Also, ehrlich gesagt, ich kenne den schon länger. Und ja, 5 Minuten. Du hast ihn einmal getroffen vorher. Aber ja, und? Aber ich habe zuerst gesagt, dass ich ihn süß fand. Ja, aber ich habe zuerst gedacht. Ich habe zuerst Deine gedacht, Eltern dass er überhaupt einverstanden damit? Mir ist doch egal, meine Eltern sind nicht hier, ne? Und die können mich auch nicht hören. Okay, aber er ist ein Mensch. Du kannst ihm weder Asche geben, noch kannst du ihm Blut geben. Menschen mögen sowas aber nicht. Das ist mir wirklich, Enid, das ist mir wirklich egal, weil ich habe zum ersten Mal Gefühle vor einem Menschen. Aber und ich möchte auch mit dem so ein Händchen halten. Und das ist wirklich nicht fair. Weil ich meine, ich das ist. Aber das, ich kann auch nicht klar, ist der, wo ist der überhaupt? Oh. Also, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Ich wusste doch, da ist etwas im Busch und da stimmt etwas nicht. Ich werde sie sofort anrufen und Kontakt zu ihr aufnehmen. So, aber ganz schnell. So, meine liebe Wednesday, so geht das nicht. Ja, du, Inet, na toll, jetzt ist er weg. Guck mal, sein Becher ist... Er hat nichts anderes getrunken. Du hast ihn verscheucht mit dem Blut. Nein, ich doch nicht. Du hast es mit ihm verscheucht, mit einem Wasser. Was soll Menschen denn mit mögen Wasser? Stimmt, das ist ja eigentlich ein Mensch. Streiten wir uns gerade wirklich nur über einen Menschen? Ja, stimmt. Es gibt so viele bessere Jungs hier. Ja, es gibt wirklich viel bessere Jungs hier. Und ehrlich gesagt, wir haben so viele schöne Jungs in der Klasse. Was ist eigentlich mit mir los? Ich weiß nicht, was bist du sicher, dass der ein Mensch ist? Weil der hat mich irgendwie so gefühlt, so hypnotisiert oder so. Du kannst es riechen. Mhm. Aber naja, ehrlich gesagt, ich kann. Warum hatte ich auch überhaupt Schlag ihn dir aus dem Kopf. Jemanden? Schlag ihn dir aus dem Kopf. Das ist aber wirklich eklig. Gefühle haben. So, keine Gefühle. Ich habe keine Gefühle. Ich bin Wednesday. Und das ist besser. Ehrlich gesagt, ja, wir streiten uns nicht mehr, ne? Mm-mm. Okay. Mhm. Du, Inet, meine Mutter ruft mich an. Wirklich? Ja, du. Ach, stimmt. Hörst du das nicht? Ja. Oh. Ja. Wednesday? Ja, Mutter. Mein Schatz. Ja. Ich rufe sehr besorgt an und wie ich annehme, auch sehr zurecht. Möchtest du mir vielleicht nicht irgendetwas erzählen über vielleicht einen Jungen und vielleicht sogar einen Menschenjungen? Woher weißt du ich das jetzt? Ich bin schon den ganzen Tag furchtbar besorgt. Und dann
Also, ich will nicht sagen, ich habe dir nachspioniert, aber habe ich schon ein bisschen. Aber pass auf, Schätzchen. Okay. Wir machen uns nur Sorgen. Wir wollen wirklich nur das Beste für dich, mein Skorpion. Und, ich habe da irgendwas von diesem Menschenjungen gesehen. Möchtest du uns was sagen? Und Streit war auch mit deiner Mitbewohnerin. Und das alles wegen eines Jungens? Ja, alles gut, Mutter, ich bin nicht so. Also, ich hatte kurz komische Gefühle gehabt. Ich weiß nicht, was das war. Ich habe mich richtig komisch gefühlt. Ich hatte wirklich diese Liebesgefühle. Und jetzt fühle ich mich auch wirklich eklig, weil das ist doch Liebe. Ich kann doch sowas überhaupt nicht ab. Und das war nur kurz. Also der ist auch jetzt weg und wir haben auch wirklich festgestellt, dass er ein Menschen ist. Und ich möchte auf jeden Fall keine Beziehung mit einem Menschen haben. Und du musst jetzt dich besorgt machen. Das ist meine Wednesday. Ich meine, wir finden das wirklich ganz toll, wenn du auch mal Gefühle zeigst zur Abwechslung. Aber natürlich nicht zu einem Menschen. Nein, nicht zu einem Menschen. Alles gut, Mutter. Ja, ich rufe dich dann irgendwann mal später an. Bitte melde dich bei uns. Ja. Wir machen uns immer Sorgen um dich. Ja. Tschüss. Das war ja etwas. Sorry. Unsere Wednesday? Ja, unsere Wednesday. Wednesday, bist du wach? Oder schläfst du noch? Sehe ich danach aus? Ich weiß nicht. Damit du die mir vielleicht nochmal reparieren kannst. Ja, kann ich machen. Cool. Cool! Also der ist sehr, sehr süß. Okay. Der ist schon sehr cute. Geil. Okay. Wir werden sehen. Warum gucke ich jetzt ich gucke jetzt einfach nur die ganze Zeit in die Kamera. Hallo. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So. Das war's? Ja. Wednesday, nee. Meine Kaffeemaschine. Hallo. Entschuldigung. Das ist unbedingt trinken. Kannst du bitte aufhören damit? Bleibst du hier, Baby? Okay. Eat it! Bitte bleib hier, Taylor. Hol die mal eben. Was ist das? Turn up for what? Okay. An den Cut bitte hier, Telefongeräusch? Telefongeräusch, ja.